Hallo, heute gibt es wieder eine neue Folge aus dem Dennerle Labor und wir haben ein Riesenthema, aber schön kompakt zusammengefasst, nämlich die Düngung von Aquarienpflanzen. Pflanzen können Nährstoffe aufnehmen und zwar entweder über ihre Blätter oder über ihre Wurzeln. Im letzten Laborvideo haben wir das Thema Nährboden und Wurzeln ganz groß abgehandelt. Heute sprechen wir mehr über das Thema Nährstoffaufnahme über die Blätter. Man kann am Typus der Pflanze schon erkennen, was sie besser kann, ob Blatt oder Wurzel. Hier haben wir zum Beispiel eine beliebte Cryptocurrine. Da sieht man schon im Verhältnis zur Größe der Pflanze viel Wurzelwerk. Hier haben wir mal eine Limnophila. Eine feinblättrige Stängelpflanze, also generell alle Stängelpflanzen, sind schlecht in der Wurzel, aber super übers Blatt. Ne, da sieht man also von der Biomasse her, wo sind die Wurzeln? Hier unten hat die ganz wenig Wurzelwerk. Also das können wir unterscheiden. Pflanzen, die besser sind mit dem Blatt und Pflanzen, die besser sind mit der Wurzel. Warum müssen wir düngen? Wir machen einen Teilwasserwechsel. Das heißt, das Wasser aus der Leitung kommt ins Aquarium. Das hat aber keine Nährstoffe mehr oder nur noch ganz wenig, weil zum Beispiel die wichtigen Pflanzennährstoffe Eisen und Mangan, die werden in der Wasseraufbereitung von den Wasserwerken rausgenommen, weil die sonst die Rohrleitung zusetzen, will keiner. Also wir müssen mit Pflanzendüngern nacharbeiten. Das Wichtige bei so einem Pflanzendünger ist, man muss wissen, in welchen Verhältnissen die einzelnen Nährstoffe enthalten sind. Denn zu viel ist schlecht und zu wenig ist schlecht. Das heißt, wir haben immer ein Nährstoffoptimum. Wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Nährstoff zu viel haben, dann reichert sich dieser im Laufe der Zeit im Aquarienwasser an und beeinträchtigt das Wachstum. Wir reden von 18 essentiellen Nährstoffen. Essentiell heißt, die müssen zugeführt werden. Die Pflanze kann die nicht selber produzieren. Und jetzt müssen wir uns eine Sache vor Augen führen. Das Wachstum ist begrenzt durch den Stoff, der am knappsten da ist. Das ist das sogenannte Minimumgesetz. Das rausgefunden hat Justus von Liebig, ein deutscher Chemiker. Und man kann sich das so vorstellen, dass die einzelnen Nährstoffe wie eine Fassgaube sind. Das ist also jetzt ein Holzfass und hier haben wir die einzelnen Fassgauben. Jede Fassgaube steht für einen Nährstoff. Mangan, Bor, Eisen und so weiter. Und jetzt stellen wir uns vor, diese eine Fassgaube hier, die ist abgesägt im Fass. Und dann füllen wir dieses Fass mit Wasser. Und das Wasser, das Wachstum der Pflanze, geht jetzt nur genau bis hierhin. Egal wie viel von den anderen Nährstoffen da sind, der limitierende Nährstoff bestimmt das Wachstum. Darum ist es auch so wichtig, dass in einem guten Pflanzendünger, und Dennerle hat über 50 Jahre Erfahrung in der Wasserpflanze, Aquarienpflanze und im Herstellen von Dünger, dass die Nährstoffe alle im richtigen Verhältnis angegeben und enthalten sind. Jetzt müssen wir die Nährstoffe ins Aquarienwasser zugeben und das erfolgt in der Regel einmal pro Woche nach dem Teilwasserwechsel, den wir empfehlen. 25-30% wird ausgetauscht. Und wir haben verschiedene Düngeklassen, Düngegruppen, weil wir von Dennerle sind die absoluten Wasserpflanzenverrückten. Und da gehen wir her, wir haben also unseren Dünger für den ganz normalen Einsteiger, für den Gesellschaftsaquarium-Klassiker, das Pflanzenelixier. Wir haben unser Düngesystem für fast alle Aquarien in der Mitte, die sogenannte Mittelklasse mit E15, V30, S7. Und für die ganz Verrückten, für die Aquascaper, die mit viel Licht arbeiten, da haben wir unser Scaper Green und unseren NPK Booster. Ganz wichtig, Aquarienpflanzen düngen ist nicht teuer. Wir haben mal den sogenannten Verbrauch ausgerechnet. Und da reden wir beim Pflanzenelixier bei einem 112 Liter Aquarium von gerade einmal 45 Cent pro Woche an Kosten. Das ist nicht viel. Eine Kapsel von dem, what else? Kostet 41 Cent. Also einmal Kaffee trinken aus diesen goldenen Kapseln bedeutet einmal auch mein Aquarium düngen. Ja, wir fangen an
mit unserem Pflanzenelixier. Pflanzenelixier ist ein Volldünger, das heißt, die benötigten Nährstoffe sind alle in einer Flasche. Und wenn man jetzt mal, YouTube geht noch nicht mit Geruch, wenn man jetzt mal hier an diesem Dünger riecht, der hat so ein bisschen Erde im Geruch, der hat so ein bisschen nach Blut riecht er. Das kommt von dem Eisen, was da drin ist. Das kann man also sogar richtig riechen. Und jetzt kommt eins meiner Lieblingsprodukte, nämlich unser Dosierbecher zum Einsatz. Den haben wir selber entwickelt und das ist der einzige Dosierbecher, mit dem wir auch so 1 mm zum Beispiel dosieren können. Und dafür haben wir unten im Boden so kleine Tortenabschnitte festgemacht. 1 Milliliter, 2 Milliliter, 3 Milliliter oder halt dann über die Skala etwas höher. Und jetzt will ich was zeigen, nämlich von meinem schönen weißen Kittel. Das sieht aus wie so ein Mittelstrahlurin, ist es aber nicht. Denn die Färbung, die hier zustande kommt, die kommt nur durch die eingesetzten Nährstoffe. Wir verwenden hier überhaupt keinen Farbstoff. Das wollte ich nur mal loswerden. Pflanzenelixier, der Aquarienpflanzendünger für das klassische Gesellschaftsaquarium, für den Einsteiger in die Aquaristik. Jetzt kommen wir zum sogenannten Dennerle-Düngesystem. Das ist ein Klassiker. Wir reden hier über drei Komponenten. Die Namen dieser verschiedenen Komponenten, die leiten sich danach ab, wann ich das Produkt zugebe. V30, Volldünger, gebe ich am 30. Tag des Monats dazu. S7, Vitamix, Spurenelemente, alle 7 Tage, also einmal die Woche. Und ich habe Nähreisen, zweiwertiges E15, auch ein absoluter Klassiker, am 15. Tag des Monats. Dadurch, und dass die beiden flüssigen Dünger chelatgebunden sind, habe ich halt immer eine optimale Nährstoffverteilung über den ganzen Monat. Und auch das E15, das löst sich langsam im Wasser auf. Noch ein Tipp an alle, die einen sogenannten Wassertest, einen Tropfentest verwenden. Dadurch, dass das auch chelatgebunden ist, kann ich mit dem Tropfentest das nicht messen. Aber Sie können dem Doc, hallo Doc an dieser Stelle, und mir glauben, wenn Sie das anwenden, so wie wir es hier beschreiben, dann haben Sie immer die optimale Konzentration an Eisen für Ihre Aquarienpflanzen. Also, das hier ist unser absoluter Klassiker, V30, S7 und E15. Jetzt kommen wir zur dritten Gruppe unserer Dünger für unsere Aquarienpflanzen und das sind die sogenannten Aquascaping-Dünger oder Dünger für Starklichtaquarien. Da reden wir bei 0,5 Watt auf einen Liter Wasser. Beleuchtungsstärke reden wir schon von einem Starklichtaquarium und Aquascaper, bitte nicht böse sein, aber die sind ja alle ein bisschen da wird total viel Licht drauf geballert aus Aquarium, die haben wenig Fische, die Pflanze sind im Vordergrund, das Ding assimiliert nach 2 Stunden, also wenn es keinen Morgen geben würde. Und da haben wir einen Dünger entwickelt, das Scapers Green. Und jetzt können wir schon an der Farbe sehen, weil auch hier haben wir keine Farbstoffe eingesetzt. Jetzt kann man schon an der Farbe sehen, wie hoch konzentriert das ist. Das ist auch ein Dünger, der einmal die Woche dazugegeben wird und mit dementsprechend mehr Nährstoffgehalt als zum Beispiel in unserem Pflanzenelixier. Und weil die Aquascaper so wenig Fische im Aquarium haben, im Normalfall, und so viel Licht und die Pflanze so stark wächst, fehlt uns etwas, und zwar die sogenannten Makronährstoffe, nämlich Stickstoff, Phosphor, Kalium, also NPK. Und darum haben wir den NPK-Booster-Dünger entwickelt. Da sind diese drei Nährstoffe schon im richtigen Verhältnis. Das wird jetzt nicht pro Woche dazu dosiert, sondern da dosiere ich so, dass mein Nährstoffgehalt ungefähr passt. Das kann ich über einen NO2-Test zum Beispiel einmal dann bestimmen und dann dünge ich dementsprechende Mengen von meinem NPK nach. Also das ist im Prinzip der flüssige Fischersatz, weil normalerweise kommen die Makronährstoffe über die Fische, über die Ausscheidungen der Fische aus dem Fischfutter zustande. Wir haben jetzt über Pflanzendüngung über die Blätter gesprochen und da haben wir reine Dünger behandelt. Ich habe noch einen kleinen Sonderfall ganz zum Schluss und zwar das All-in-One-Elixier. Und das ist ein total verrücktes Produkt. Hier drin ist einmal ein komplettes Pflanzenelixier. Wir haben flüssigen
Kohlenstoff, Biokohlenstoff. Wir verbessern die Filterleistung, indem wir die Biofilme verbessern, optimieren. Wir stimmen alles aufeinander ab. Wir haben Spurenelemente, wir haben ein paar Huminsäuren drin und Kräutermischungen für die... Oh, das kann man... Leider kann man das nicht riechen, das riecht echt gut. Wir haben Kräutermischungen dabei und auch hier, die Farbe ist wirklich so aufgrund der Kräutermischungen, die wir haben. Das ist ein Produkt, das ist so für den Einsteiger in die Aquaristik, der gerade eben anfängt und keine Lust auf die ganzen Einzelprodukte hat, der fährt hiermit am besten. Gibt's auch ein separates Video. Prost! Das war's wieder aus dem Dennerle Labor. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert unseren Kanal, liked das Video und ganz wichtig, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch was wissen wollt, wenn wir uns um ein spezielles Thema mit euch in den Videos kümmern sollen. Viel Spaß mit der Aquaristik!